Sturm Marco haben wir überstanden und bevor morgen das nächste Tief kommt, ist heute so ein bisschen Durchatmen angesagt. Ja, der Luftdruck, der steigt von Südwesten her an. Wir haben es also vorübergehend mit einem Zwischenhoch zu tun und das vertreibt so ein bisschen die Schauer. Aber jetzt am Vormittag, da braut sich schon noch einiges zusammen. Ja, da gibt es nochmal richtiges Aprilwetter. Das Regenradar wird da so ein bisschen aussehen wie ein Streuselkuchen. Also da kann es kurzzeitig mal kräftig schütten, eventuell sogar mit Blitz und Donner. Zwischendurch gibt es aber auch schon trockene Phasen. Vor allem im Südwesten wird es im Laufe des Vormittags schon trocken. Und im Tagesverlauf verlagern sich die Schauer dann mehr und mehr in die Nordosthälfte. In der Südwesthälfte ist es dann am Nachmittag meistens schon komplett trocken. Und da zeigt sich dann auch häufiger die Sonne im Norden und im Osten. Da geht es auch am Nachmittag noch mit Schauern weiter. Die können auch mal kräftiger oder sogar gewittrig ausfallen. Aber trotz der ganzen Schauer kommen da locker mal 5 oder 6 Sonnenstunden zusammen. Richtung Ostsee sind sogar 8 Sonnenstunden drin. Und im äußersten Südwesten, da wo der Hochdruckeinfluss am stärksten ist, da sind sogar bis zu 10 Sonnenstunden drin. Und im Südwesten schaffen wir bis zu 18 Grad, sonst eher so 15 bis 17 Grad. Ja, und im äußersten Nordwesten an der Nordsee und auch am Alpenrand, da bleibt sogar noch ein bisschen frischer und auch Wind bleibt ein Thema. Es ist jetzt nicht mehr so stürmisch wie am Samstag, aber der West- bis Südwestwind ist immer noch recht flott unterwegs, vor allem natürlich an den Küsten, aber auch sonst kann er mal kräftig auffrischen. Am Abend wird der Hochdruckeinfluss generell noch stärker und die Schauer werden weniger. Da gibt es nur noch im äußersten Nordosten und Osten ein paar Schauer, sonst ist es schon trocken und die Wolken, die lösen sich mehr und mehr auf. Vor allem in der Südhälfte ist der Himmel teilweise sternenklar. Um Pfingstmontag bringt in der Osthälfte Sonnenschein, im Westen, da macht sich schon das nächste Tief bemerkbar. Da gibt es Wind und Regen und da bleibt es kühl und sonst wird es richtig warm. Im Osten geht es rauf bis auf 24 Grad.